Seit 1959 nutzte Deutschland Kernenergie. Ein Endlager gibt es jedoch bis heute nicht, da die staatlichen Aktivitäten zur Endlagersuche bislang allesamt scheiterten. 2013 wagt der Gesetzgeber den Neuanfang. Das Ergebnis ist ein neues Suchverfahren, welches nach wissenschaftlichen Kriterien verläuft. Wie es dazu kam, erzählt die Geschichte der Endlagerung Teil 4, der Neuanfang. Anfang 1977 verkündet Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht, dass in Gorleben ein nationales nukleares Entsorgungszentrum entstehen soll. Die Entscheidung löst eine jahrzehntelange politische Debatte aus. Gorleben steht seitdem für das politische Versagen bei der Suche und der Vermittlung eines Endlagerstandortes. Es ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der vorschlägt, für die Endlagersuche einen breiten Konsens zu suchen. Er befürwortet eine neue Endlagersuche ohne Vorfestlegungen, allein nach wissenschaftlichen Kriterien. Es soll der beste Standort gefunden werden, ganz gleich, wo dieser am Ende liegt. Im Dezember 2011 vereinbart der damalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen mit den Regierungschefs der Länder die Grundzüge der heutigen Endlagersuche. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird eingerichtet, die das Standortauswahlgesetz erarbeitet. Der Konsens gelingt. Bund und Länder finden zu einem Kompromiss und wagen den Neuanfang. Im Jahr 2013 wird das Standortauswahlgesetz verabschiedet und die Erkundung von Gorleben beendet. Das genaue Auswahlverfahren für den bestmöglichen Endlagerstandort erarbeitet eine Kommission. Diese Endlagerkommission besteht aus 34 Mitgliedern aus Wissenschaft, Umweltverbänden, Religionsgemeinschaften, Industrie, Gewerkschaften sowie Bundestag und Bundesrat. Die Endlagerkommission nimmt 2014 ihre Arbeit auf. Sie soll Grundsatzfragen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle untersuchen und bewerten. Außerdem soll die Kommission Handlungsempfehlungen zur Endlagersuche für den Bundestag erarbeiten. Nach knapp 2 Jahren Arbeit legt die Endlagerkommission ihren Abschlussbericht vor. In einem vergleichenden und gestuften Verfahren soll der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit gefunden werden. 2017 folgt der Bundesgesetzgeber den Empfehlungen der Kommission weitgehend und überarbeitet das Standortauswahlgesetz. Für die Endlagerung radioaktiver Abfälle und die Suche nach einem Endlagerstandort wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, gegründet. Die BGE erhält den Auftrag, nach den Vorgaben des Standortauswahlgesetzes den bestmöglichen Standort für die hochradioaktiven Abfälle in Deutschland zu finden. Ausgehend von einer weißen Landkarte, also ohne Vorfestlegungen, untersucht sie ganz Deutschland auf Endlagertauglichkeit. Zunächst auf Basis bereits vorhandener geologischer Daten über den tiefen Untergrund. Das Verfahren soll vergleichend, wissenschaftsbasiert und transparent sein. Die Standortsuche soll darüber hinaus lernend und partizipativ verlaufen, also unter früher Einbeziehung der Öffentlichkeit. Der Gesetzgeber hat mit dem Standortauswahlgesetz seine Lehren aus den vergangenen Jahrzehnten gezogen. Der Neuanfang scheint geglückt. Das Standortauswahlverfahren ist im Gang. Eine Entscheidung für einen Standort wird am Ende von 3 Suchphasen fallen. Die Geschichte der Endlagerung ist also noch nicht zu Ende geschrieben und wird uns und weitere Generationen noch lange Zeit beschäftigen.